Ja, moin, ich grüße dich, herzlich willkommen. Da bin ich wieder, der André, und herzlich willkommen hier zu World of Roleplay. Und wir spielen heute wieder eine Runde Guild Wars 2. Ja, schon lange nicht mehr geletzt played hier. Und jetzt geht's endlich wieder weiter hier. So, was müssen wir heute Schönes machen? Der Sumpf ist ruhig. Wir haben aber hier, haltet die Abtei am Laufen. Kämpft gegen Zentauren, beschafft gestohlenes Bier. Wieder beschützt das Kloster, entfernt die Raupen von den Feldern und probiert neues Bier. Okay. Gucken wir mal, wo wir das hier alles machen müssen. Also Raupen entfernen, Bier trinken. Klingt ja interessant. Hier Gartenhacke. So. Ah ja, guck mal da. Ziehen. Ist ja gut. Er rastet hier gleich völlig aus. Schrottsammler. 25 Schrottgegenstände sammeln. War es ja nur der eine Wurm oder was? So, wie sieht's aus mit Bier trinken? Wir sollen neues Bier probieren. Wahrscheinlich hier drinnen, weil das sieht aus nach Bierfässer. Seid gegrüßt, Freund. Seid ihr hier, um ein Gläschen von unserem berühmten Bier zu genehmigen? Oder interessiert ihr euch vielleicht für Kloster Eldwins Verein, Bräu des Monats? Ich würde gerne mal ansehen, Bräu des Monats. Wir haben dieses Programm erst vor kurzem eingerichtet. Mitglieder des Vereins Bräu des Monats bekommen ein Jahr lang, einmal im Monat, ein kunstvoll gebrautes Bier von hier aus einer anderen Brauerei. Ui, das ist aber lustig. Nehme ich natürlich sehr gerne an. So, was soll ich denn hier machen? Kämpf gegen Zentauren, beschafft gestohlenes Bier wieder. Beschafft Leb gestohlenes wohl. Bier wieder. Ich jetzt mal behaupten, dass es hier irgendwo vor der Haustür sein muss. Mal da. In der Begleitquest. Ich habe heute Morgen die Knochen gefragt. Grant verspricht uns eine sichere Reise. Kann Okay. ich helfen? Hallo, ich heiße Charisse. Ich führe diese Karawane nach Beedleton. Das ist unser Lastochse Schau. Ich muss euch warnen, er ist ziemlich gesprächig. Uiuiui. Braucht ihr Hilfe? Zentauren sind eine ständige Gefahr für unsere Karawanen. Heute Morgen habe ich die Götter um Schutz gebeten. Jetzt warte ich nur noch auf ein Zeichen, dass die Reise losgehen kann. Na dann, bin ich Oh, dein Zeichen? schaut, ein Zeichen von Melandro. Wer Wir bin müssen ich? sofort aufbrechen. Auf geht's. Ah, hier, diese Reittiere sehen ja auch echt fesch aus. Da hat man schon Bock drauf. Habt ihr das gehört? Was hört ihr denn wieder? Lasst euren Kopf untersuchen. Ich bin nicht verrückt. Na, was hat er denn gehört? Was hörtest du, mein Freund? Kann leider noch nicht sehen. Aha. Er hat Hey, gute was Ohren. ist das? Ich kenne mich ja nicht aus mit göttlichen Prüfungen, aber in Wahrsagerei seid ihr durchgefallen. Also eigentlich hat er doch alles richtig gesagt. Bete tun weiter auf dem Pfad. Ah, das soll jetzt bestimmt die Stadt da hinten sein, oder? Das Gebäude da, denke ich. Da hinten kommen schon die nächsten. Haltet sie Da auf! kommen noch mehr von diesen Monstern.
Werde weiterleben. Wir werden da oben beobachtet von den Raptoren, Adlerraptoren. Sie warten nur auf unsere Kadaver. Mal den Weber in Ruhe. Wir hatten gerade Hilfe. Gnädigste, eure Fähigkeit, in die Zukunft zu blicken, ist erbärmlich. Aber wenigstens haben wir es geschafft. So, die Karawane ist erfolgreich angekommen. Das ist sehr schön. So, dann können wir ja weiter hier unsere Aufgaben machen, weil guck mal, hier muss ich nämlich auch das Gleiche tun, also immer noch. Ach so, okay, immer noch Zentauren töten. Mal gucken, wo sich hier welche aufhalten, oder? Weiß gar nicht. Oder habe ich das da richtig gesehen, dass da oben welche sind? Nee. Helft den Bauern. Okay. Guck mal hier, vielleicht haben wir hier welche. Aber hier sind ja die meistens die Bauern. Was soll ich machen? Kann ich euch helfen, Leute? Euch. Irgendwie kann ich denen hier nicht helfen. Ich weiß nicht womit. Bei Zentauren gibt es da hier auch keine. Oder hier drüben? In dieser komischen Bude? Nee. Und auch freundlich. Aber wir können hier trotzdem. Ach, guck mal. Da gibt es noch eine Wegmarke, aber hier oben gibt es noch einen Aussichtspunkt. Was wir hier auf der anderen Seite, wo ich losgegangen bin, war auch noch ein Aussichtspunkt oder was zum Gucken halt.
Okay, das war alles. Was soll ich machen mit dem Brocken? Soll ich den irgendwo hintragen? Mit euch? Ich glaube, der Typ vielleicht, der die Mauer da repariert, oder? Was war der denn hier? Hier brauchst du ein Stück Stein, Digga. Hier. Hopp! Ja, doch nicht. Ach, guck mal, da oben ist es rot. Was ist das? Ja, was ist das? Ich kann diese Aufgabe leider nicht abschließen. Weil ich hier nichts habe. Helft den Bauern von Bethletun, indem ihr ihre Freunde befreit. Okay, von was denn? Was machst du hier? Nicht schlafen. Aber die Frage ist ja, von was soll ich sie denn befreien? Ich sehe hier nirgendwo Gefangene, alles ist so friedlich. Gib mir erstmal da den Reisepunkt. Vielleicht sind die Zentauren ja mal so nett und greifen hier unser Lager an. Wenn wir mal was zu tun haben. Einfach hier wieder zurück und dann mache ich einfach das Herz erstmal fertig. Achso, die Sehenswürdigkeit wollte ich mir noch holen. Jetzt sind schon zwei Drachen. Oh ja, eine leuchtet sogar. Hier bekomme ich wahrscheinlich nur gegen Echtgeld, oder? Hier bekomme ich wohl bestimmt nicht gedroppt irgendwo. Die Landschaften haben sie natürlich immer toll gemacht. Das ist an Guild Wars 2 einfach, wie sagt man so schön, aus, wie aus einem Bild entsprungen. Also auch mit ihren einzigartigen Grafikstil, den die haben, sieht es natürlich echt toll aus. Richtig zum Verlieben. Sehr schön. So, dadurch habe ich schon mal gleich einen neuen einen Stufenaufstieg bekommen. Man kann nie zu viele Schätze haben. So ist das. Bestätigt. Misch. Misch. So, hier sollten wir ja gestohlenes Bier wieder bekommen. Schützt das Kloster. Entfernt die Raupen. Also leider ist ja gerade alles ruhig und daher kann ich leider auch gar nichts verteidigen. Kann ich noch die ein oder andere Raupe rausholen, das ist gar kein Problem. Ich nehme mal noch mal hier die Gabel. Zack. Muss ich hier vielleicht irgendwas umgraben? Wir nehmen einfach die gleiche Raupe noch mal. Die einzigste, ja. Muss ich die rausziehen oder kann ich die auch so killen? Ich kann die auch so rausziehen, guck mal.
Das dauert. Guck hier. Ach, guck mal, da sind die gestohlenen Bierfässer. Ah, okay. Hier, wollt ihr die haben? Oder willst du die haben? Oh, oder? Ah, ne, er will die nicht haben. Hier ist der Braumeister. Was habt ihr da? Hier, guck mal. Nö. Danke. Apfelschalen. Paar Handvoll ins Fass geben eine leicht fruchtige Note. Ende der Fragestunde. Frag ja gar nicht. Gut. Denn meine Lippen sind luftdicht versiegelt. Okay. Gut, also keiner will die Fässer haben. Dann schmeiße ich das Ding jetzt weg. Okay, gut. Na dann. Machen wir mal Schluss für heute. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich werde hier noch ein paar Würmchen fangen. Und ja, dann schalt einfach nächstes Mal wieder ein. Dann wünsche ich dir erstmal alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Adios.